Ich unterteile jetzt mal diesen neuen Besuch nach 4 Jahren in Teil 1, sprich die Fahrt durch das Löwen- und Tigergehege, die ja jeder machen muss, und dann den Aufenthalt, das ist Teil 2, im Funpark. Zur Klarstellung, nicht nur während der VIP-Tour, sondern jeder Besucher, der in den Park kommt, muss durch dieses Gitter und fährt auch durch die Gehege der Löwen und Tiger. Und während all das während der VIP-Tour und noch viel mehr und lustigeres und der Kontakt mit den Tieren beschrieben ist, stelle ich jetzt mal auf höhere Geschwindigkeit und fahre den Weg ab, den jeder Besucher abfahren muss. Natürlich gibt es hier Vorsichtsmaßnahmen, die strikt einzuhalten sind. Fenster geschlossen halten, nicht von den Wegen abfahren, das könnte gefährlich werden. Und deshalb sieht man auch in kurzen Abständen überall die Fahrzeuge der, ich sag ganz einfach mal, Wächter. Zweifellos ist es ganz speziell für Kinder aufregend, diese Tiere so nah zu sehen. So, hiernach geht es dann durch die dritte Schleuse in das weitläufige Freigehege, wo all die Tiere frei herumlaufen können. Einer der Mitarbeiter nannte es das McDonald's für die Löwen und Tiger. Wie man hier sehen wird, ist dies ein weitläufiges, aber auch gepflegtes Gelände für viele Tierarten. Und hier heißt es dann, die Fenster können ruhig geöffnet werden und man kann in eigener Geschwindigkeit durchfahren und hier und da auch halten. Auch hier sind überall die Fahrzeuge der Mitarbeiter zu sehen, die ein Auge drauf haben, dass wirklich auch nichts passiert. Weder den Tieren noch den Menschen. Wir waren sehr früh, also gegen 10, eines der ersten Fahrzeuge und ich empfehle eigentlich ein wenig später zu kommen, denn wir haben festgestellt, dass die ein oder andere Tierart, hier zum Beispiel an dem Tag die Giraffen, noch gar nicht auf dem Gelände waren. Dies vielleicht als kleiner Hinweis. Natürlich ist es auch hier wunderschön, durch das Gelände zu fahren und all diese beeindruckenden Tiere so nah zu sehen. Besonders bei den Giraffen und Kamelen hatten wir während der VIP-Tour recht viel Spaß, weil die gefüttert werden und natürlich auch die Mitarbeiter kennen. Und teilweise saßen die Dromedare, sind's glaube ich, fast in unserem Auto. Also schaut euch das mal an. Am Ende dieses Weges durch das Gelände ist dann ein weiterer Kontrollpunkt, durch den man dann zum Parkplatz kommt, nochmal kontrolliert wird und später dann eben Zutritt zum Funpark hat. Dort sind wir nun. Weil vieles schon bekannt war und auch im Video des letzten Besuches detaillierter zu sehen ist, habe ich mich mit den Aufnahmen hier nicht nur deshalb zurückgehalten, sondern auch deshalb, weil ich keinerlei Veränderungen bemerkt habe, bis auf einige etwas unangenehme. Dieses Erdmännchengehege zum Beispiel wirkte total heruntergekommen, bewachsen mit Unkraut und es war vor 4 Jahren total anders und gepflegt.
Die nächste Station war dann der Affenfelsen, worum diese kleine Bahn fährt. Auch hier hatte sich nichts verändert. Die Bahn ächzt und quietscht, ist, glaube ich, auch langsamer geworden und die Sitze sind so unbequem. Keine Veränderungen leider auch insofern, dass die Wege nicht begradigt wurden. Man läuft noch über Wurzeln, was natürlich für bestimmte Personen schwierig ist. Das ein oder andere Gehege, zum Beispiel bei den weißen Tigern und drumherum, wo die Bänke stehen, hätte man einen neuen Anstrich gebraucht. Also Veränderungen ja, aber nicht zum Guten. Viele der Fahrgeschäfte liefen, andere liefen nur, wenn sich Leute davor stellten. Auch das Theater war geschlossen und was die Gastronomie betrifft, war ich ziemlich enttäuscht. Das einzige große Restaurant in der Nähe des Affenfelsens verlockte einen wirklich nicht zum Verweilen, weil auf Fast Food wie Chicken Wings, dazu dann Spaghetti Bolo und Pommes, laden wirklich nicht zum Verweilen ein, obwohl man schön draußen sitzen könnte mit Blick auf die weißen Tiger. Wir blicken jetzt gleich auf eine tatsächlich neuere, große Anlage für die Gepardenfamilie, die man von oben beobachten kann, jedoch haben wir uns trotz Bemühungen leider keinen einzigen gesehen. Da wir es zeitlich nicht einrichten konnten, wollten wir uns heute aber mal die vielgepriesene Western-Show angucken. Erwartet man da nicht Pferde, Reiten, Cowboys, vielleicht ein Lasso und Action, oder? Mein Fazit, bitte nehmt sie aus dem Programm. Zwei Mitarbeiter von einer Bahn kommen rüber, schmeißen sich in irgendwelche zusammengeschusterte Kostüme. Die Handlung versteht man nicht so ganz, man versteht sowieso nicht viel. Und dann anstatt Pferde sitzen die tatsächlich auf Steckenpferden und machen eine Show, die dilettantischer und schlechter gar nicht mehr geht. Ich habe kein einziges Kind lachen hören. Es ist eine Frechheit. Fazit: Im Gegensatz zu von vor 4 Jahren scheint alles stillgestanden zu haben. Renoviert wurde wohl nichts. Geschäfte waren geschlossen, Bütchen mit Süßigkeiten, Waffeln, Eis und so weiter waren wenig zu finden. Die Ecke zum Beispiel, wo immer die Sonnenliegen stehen, sah auch sehr ungepflegt aus. Alles machte so den Eindruck, halbe Kraft, wenig Personal. Letztlich haben wir aber noch eine Bratwurst gegessen zu einem ziemlich hohen Preis, deren Zubereitung auch gut gedauert hat, die uns aber letztlich dann doch geschmeckt hat. Danke fürs Zuschauen und eure Likes.